Magst du mir ins Ohr flüstern, welches Pronomen du benutzt? Mein Gott, dieses arme Kind. Lass das Kind doch einfach spielen mit Spielzeug. Lass das Kind doch einfach in seiner Kinderwelt. Das ist doch entsetzlich, ein vierjähriges Kind jetzt schon zu belästigen. Na, sag mal das richtige Pronomen, ne? Wir sind doch ideologisch verblendet. Und wir möchten doch, dass du jetzt nichts Falsches sagst. Du. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren betreuten Gucken hier auf YouTube. Ja, mir ist wieder mal was Schönes vorgeschlagen worden, was wieder mal perfekt passt in unser kleines Extra-Format hier auf unserem YouTube-Kanal. Und es kommt natürlich wieder mal von Funk, speziell von dem Funkkanal Reporter. Und man sieht auch hier, wobei hier sieht man es jetzt nicht, aber man kann sich ja den entsprechenden Plugin runterladen, da würde man es sehen. 4.529 Daumen hoch und 29.000 Daumen runter gibt es bei diesem Video. Also Funk hat es wieder mal geschafft, dann doch die große Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer gegen sich aufzubringen. Es ist schon wirklich mittlerweile fast schon bewundernswert, mit welcher Hartnäckigkeit man immer wieder probiert, uns irgendwelche ideologischen, absurden, woken, ja, Zeitgeistphänomene irgendwie schmackhaft zu machen. Und hier handelt es sich zweifellos um eines. Es geht nämlich um geschlechtsneutrale Erziehung. Es geht um die Frage, ob man ein Kind so erziehen sollte, dass es, ja, also dass jegliche Attribute, die man Mädchen oder Jungs zuordnen würde, quasi weglässt. Und also die Frage lautet ja, tut das Kindern gut? Also Reporter stellt diese Frage in der Überschrift zumindest immerhin. Aber ob der Beitrag wirklich so auch kritisch ist dem gegenüber oder ob das eher so ein Versuch ist, uns das Ganze schmackhaft zu machen, das werden wir uns mal anschauen. Wie gesagt, angesichts der massiven Daumen runter, die dieses Video hat, vermute ich oder befürchte ich eher, dass es nicht ganz so ausgewogen sein wird. Aber wir gucken mal, wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Es geht auch nur eine Viertelstunde, ist nicht allzu lang. Und dann fangen wir doch direkt mal an. Viel Spaß. Nova ist fast 4 und wächst nicht als Mädchen oder Junge auf. Das ist ja für uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleiten, dass wir so Ja. alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Hast du auch eine Lieblingsfarbe, Nova? Rosa und Pink. Das heißt, das biologische Geschlecht spielt für Novas Aufwachsen eigentlich gar keine Rolle. Ja, gut, Nova ist ja eigentlich eher ein Mädchenname, ne? Oder wie sehe ich das? Ist es denn nun ein Mädchen oder ein Junge? Oder ist das schon klar geworden? Na, werden wir gleich sehen. Und sogar den eigenen Namen hat sich Nova selbst ausgesucht. Mit 4 oder was? Oder mit 3 oder wie? Interessant. Ja, gut, da kann man natürlich drüber. Es gibt ja auch Menschen, die in erwachsenerem Alter und späterem Alter sich einen anderen Namen zulegen oder zumindest sich anders nennen. Das ist ja nicht unnormal oder nicht unüblich. Aber naja, dass die Eltern halt ihrem Kind einen Namen geben, mein Gott, das ist nun uralte Praxis und vielleicht ist man mit seinem Namen immer nicht zufrieden. Mochte vielleicht lieber einen anderen Namen haben, das mag sein. Aber das kann man ja, wie gesagt, trotzdem noch ändern. Ne? Na gut, wir gucken mal weiter. Wir projizieren weniger ein Bild rein, wo ist mein Sohn, meine Tochter, mein nicht-binäres Kind, sondern wir sehen vielmehr den Menschen. Also das ist der Vater. Genderneutrale Erziehung, so nennt man das Konzept auch, ist extrem umstritten. Ja, KritikerInnen zu sagen, Recht. dass das die Kinder verwirren würde. Kritikerinnen und Kritiker sagen das auch übrigens. Was muss dieses Kind alles so entscheiden? Ja. Was möchtest du anziehen? Wie möchtest du Ja. heißen? Wer möchtest du sein? Novas Eltern aber nehmen die Sache extrem ernst und ziehen absolut ihr Ding durch. Tja. Hallo, guten Morgen. Weil Novas Eltern die Identität ihrer Kinder schützen möchten, verpixeln wir hier die Gesichter. Danke, dass wir hier mit euch. Ja, darauf sollten nicht erst die Eltern aufmerksam machen müssen, das solltet ihr von Funk selber auch drauf kommen, dass man das macht. Es ist ja interessant, dass die Eltern sagen, wir möchten nicht, dass unsere Kinder gefilmt wird. Nee, das ist eigentlich auch Journalismus Lektion 1, dass das auch sowieso nicht gemacht wird, selbst wenn die Eltern dem zustimmen würden. Frühstücken dürfen. Ich hatte am Anfang vom Film. Sag mal, das ist jetzt der Vater hier, ne? Dieses Wesen da in Rosa oder. Und das ist die Mutter. Oder wie verstehe ich das? Er muss ja. Sonst wird es ja kein Kind ergeben. Schon erzählt, dass Nova sich den Namen ja selber ausgesucht hat. Ich glaube, das ist so eine Frage, die haben wahrscheinlich alle am Anfang. Könnt ihr mir das ein bisschen besser erklären? Wie ging das ab? Wie lief Ja. das ab? Wir hatten Nova einen geschlechtsneutralen ersten Namen geben und einen zweiten geschlechtsspezifischen. Und dann.
Wieso, er heißt jetzt Finn Ja, Finn unterstrich Ja, oder was? Aber halt eigentlich so drei Varianten irgendwie so. Na, sie hat zumindest einen Frauennamen, immerhin. Nova, Noah, Nora, so einfach immer mal abgewechselt. Und am Anfang hat Nova dann Nono gesagt, weil es halt einfach anders nicht ging. Dann haben wir es auch teilweise übernommen. Mhm. Aber, Also die haben dem Kind drei Namen gegeben. Sie haben es mal Noah und mal Nova und mal Noah genannt. Ja, so, will man das Kind verrückt machen, kurz nach der Geburt oder was? Was soll denn das? Das Kind muss doch wissen, auf welchen Namen es hören soll, wenn es gerufen wird. Oder was? Oder verstehe ich da was nicht? Wie ist das denn überhaupt rein gesetzlich? Es muss doch in der Behörde irgendwo muss doch ein Name eingetragen werden. Weil es gibt einen neuen Einwohner unseres Landes oder eine neue Einwohnerin. Und da muss doch irgendwie ein Name auch genannt werden von den Eltern. Oder wie haben die das jetzt gemacht? Genau, da haben wir nochmal gedacht, okay, aber vielleicht ist es nicht genau das, weil es jetzt sprachlich nicht ging. Finja und Jule haben Nova also verschiedene Varianten von Novas Passnamen zur Auswahl angeboten. Und aha, also Nova ist der Passname auch. Dann hat Nova selbst entschieden. Wollen wir noch was mit Pronomen vorstellen? Ja, ich? Genau, ich heiße Jule und ich benutze die Pronomen sie. Ich bin Finja und ich benutze keine Pronomen. Ich bin Tim und ich benutze das Pronomen er. Dann magst du mir ins Ohr flüstern, welches Pronomen du benutzt? Mein Gott, dieses arme Kind. Lass das Kind doch einfach spielen mit Spielzeug. Lass das Kind doch einfach in seiner Kinderwelt. Das ist doch entsetzlich, ein vierjähriges Kind jetzt schon zu belästigen. Na, sag mal das richtige Pronomen, ne? Wir sind doch ideologisch verblendet. Und wir möchten doch, dass du jetzt nichts Falsches sagst. Du. Ne? Also das ist doch furchtbar. Wie kann man das einem Kind denn sowas antun in dem Alter? Ein Kind weiß doch gar nicht, worum es geht. Das Kind versteht doch überhaupt nicht, worum es geht. Und lass euch sagen, was du häufig präferierst. Genau, also wir könnten widersprechen, aber häufig sagt Nova, was Nova keine Pronomen benutzen möchte. Mhm. Aha, das Kind von 4 Jahren sagt Papa, oder, nee, Papa darf ja auch nicht sagen, ne? das wär ja geschlechtsspezifisch. Du mich erziehendes Wesen, du mit Pimmel in der Hose, das mich gezeugt hat, welches Pronomen soll ich benutzen? Also ehrlich, das ist ja Realsatire. Das könnte bei Extra 3 könnte das laufen, als der reale Irrsinn, finde ich. Da hätten sie den Beitrag gut bringen können. Das ist ja für uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleiten, dass wir so alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Ja, wir sprechen ja jetzt sozusagen auch nicht über das biologische Geschlecht von Nova. Ne? Das spielt im Prinzip keine Rolle. Also man kann biologisch messen, welche Organe, welche Chromosomen, welche Hormone ein Mensch hat. Mhm. Ja. Aber Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Nein, das... Es ist... entweder hat Nova ein Zipfelchen in der Hose oder nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Der ist nun mal da. Mein Lieber, du musst doch irgendwie auch dein Kind gezeugt haben, oder hast du keinen Pimmel in der Hose? Das lässt sich nicht abmessen, sondern das lässt sich nur zuordnen und einsortieren. Ah ja. Okay. Und es kann sich auch verändern. Mhm. Genau, also es kann auch sein, dass das ganz klar jetzt gerade ist, kein Geschlecht oder nicht binär und später ganz anders. Man muss das erstmal verstehen sozusagen, wenn man von 1990er Kita kommt sozusagen und man weiß, es gibt eine Jungsgruppe und eine Mädchengruppe, so, das ist, ihr habt dann einen ganz anderen Blick drauf. Also, Geschlecht entwickelt sich für Finja und Jule nicht allein aus den biologischen... Was ist das jetzt? Wo kommt das... Ist das jetzt das, was dem Kind aufgeschrieben wurde oder was? Rassismus. Anerkennung, dass eins rassistisch ist, und die Gesellschaft strukturell rassistisch ist. Wie das eins... Was heißt eins? Und zwei und drei sind nicht rassistisch, nur eins ist rassistisch. Die Zahl eins ist rassistisch oder was? Geschlecht, Noah, N-O-A geschrieben, wird nicht geschlechtlich eingelesen, wenn das so schwer ist als Mädchen einlesen. Transfeindlichkeit, Geschlecht ist rein konstruiert. Es gibt keine weiblichen und männlichen Körperformen, Chromosomen, Intimbereitschaft, Hormonlevel. Sag mal. Anlagen, sondern zum Beispiel auch aus Erfahrungen im Leben. Darum steht für die beiden bei Nova das Geschlecht nicht fest. Nova soll das erstmal selbst herausfinden. Also der Punkt ist ja nur auch der, dass ja ganz offensichtlich das eine ganz zentrale Rolle jeden Tag in der Erziehung spielt. Also die scheinen das Kind ja von morgens bis abends mit diesem Scheiß zu belästigen und andauernd ideologisch dem Kind einzubläuen. Du hast kein Geschlecht, du hast kein Geschlecht. Mein Gott, am Ende wird Noah noch heterosexuell und interessiert sich fürs andere Geschlecht.
Wahrscheinlich wollen sie dem Kind mit 10 Jahren noch einreden, du, hast du nicht das Gefühl, dass du im falschen Körper bist? Möchtest du nicht lieber eine Transgender-Person sein? Möchtest du dich umoperieren lassen? Kein Problem. Das wird dem Kind noch eingeredet. So was traue ich den Eltern zu. Und vor allem das Problem, was wir auch in der Gesellschaft sehen, ist so, dass mit Geschlecht sehr starke Stereotypen verbunden sind. Und das heißt, dass wenn wir quasi sagen würden, wir ordnen Nova oder sortieren Nova ein, gibt es trotzdem voll die krassen Stereotypen, die nicht wir hier praktizieren müssen, aber wenn Nova auf die Straße geht, in den Kindergarten geht, dann ist sofort die Verknüpfung da. Also ich sehe hier auch jede Menge Stereotypen. Tut mir leid, ihr seid irgendwie so links-woke Personen, die ideologisch verblendet sind. Das ist für mich ein ganz, ganz klares Stereotyp. Man kann ja nie frei sein von Stereotypen. Das ist doch Unsinn. Also Stereotypen findest du jeden Tag rauf und runter, überall, an jeder Ecke, bei jeder Person. Das kriegt man nicht weg. Das kann man auch nicht wegkriegen. Und es ist auch Unsinn, weil der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau, der ist nun mal da. Und nur wenn das Zipfelchen in das Löchlein sozusagen trifft, dann entstehen Kinder. Anders geht's nun mal nicht. Finja und Jule machen sich viele Gedanken, wie sie Nova spielerisch verschiedene Perspektiven beibringen können. Oh Gott, ich muss das arme Kind noch die ganze Zeit, nur auch wenn es spielt, mit diesem Scheiß belästigt werden. Mein Gott, Noah möchte einfach nur mit auf dem Schaukelpferd sitzen oder möchte einfach nur mit Bauklötzen spielen oder sonst irgendwas. Aber Noah muss den ganzen Tag diesen Mist ertragen. Ich glaube, dieses Kind wird später seine Eltern mal hassen. Ich glaube, das wird später, wenn es irgendwann, wenn dem Kind klar sein wird, was die Eltern mit ihm gemacht haben, mit ihr oder mit ihm, das wird irgendwann, das wird, glaube ich, nach hinten losgehen. Auch zum Beispiel über Bücher, in denen ganz natürlich Transkinder oder Menschen... Little Feminists Families, oh Gott, oh Mann, oh nee. Och Mann, also mir tut das Kind richtig leid, ich finde das ganz furchtbar. Da müsste das Jugendamt eigentlich eingreifen und den Eltern das Kind wegnehmen, ganz ehrlich, ich finde das ganz schlimm. Mit Migrationserfahrungen vorkommen. Ja, gut, das ist ja richtig. Das ist ja in Ordnung, wenn man da auch schon, das darf auch nicht ideologisch sein, aber wenn das Kind in den Kindergarten geht oder in die Schule kommt, es gibt doch sowieso keine rein deutschen Klassen mehr heutzutage oder bio-deutschen Klassen. Da sind doch jede Menge Kinder mit Migrationshintergrund dabei. Das muss man Kindern nicht beibringen. Kinder sind sowieso ohne solche Blockaden im Kopf. Da lernen Kinder schon direkt im Kindergarten, in der Schule, weil sie dort jeder Menge Migrantenkindern begegnen. Also. Teilweise übersetzen sie die Bücher extra oder schreiben sie um. Wir supporten halt hier dieses Geschlechtsoffene und nicht diese Stereotypen und das Patriarchale. Mhm. Also sonst hängt das sehr stark im Patriarchat auch zusammen, dass Menschen in zwei Geschlechter reingepresst werden. Mhm. Und dem stellen wir jetzt aktiv dagegen. Mein Gott, haben die auch so ideologisch Sex gehabt? Ja, du, es ist mir jetzt irgendwie, es ist ja total männlich, wenn ich jetzt so einen Steifen habe, ne? Aber ich muss das jetzt halt, weil anders können wir ja kein Kind zeugen, du, ne? Also es ist schon auch eine Form von, soll ich es Aktivismus nennen? Ist das richtige Wort? Ja, schon eine Art von. Wir machen es ja auch so, dass wir dann anderen Leuten schenken, diese Bücher und auch Listen dazu machen. Und mein Plan ist auch irgendwann ein Bilderbuchkino zu machen mit diversen kritischen Kinderbüchern. Also das ist schon ein Hobby von uns. An manchen meinen wir... Ja, das Kind muss unter diesem Hobby leiden. Das ist ja das Schlimme. Wir würden jetzt zu früh mit Geschlecht anfangen, aber in der Babygruppe wurde schon gesagt, oh, ein Mädchen, oh, ein Junge, sie werden heiraten. Oder die flirten miteinander. Und was da alles drin steckt, ist ja schon so viel. Da ist ja eine Cis-Perspektive, eine Hetero-Perspektive, eine Heiratsperspektive. Mein Gott, ja, da ist ein Junge und ein Mädchen, die verstehen sich beide gut und dann wird gesagt, oh, die beiden werden später mal heiraten. Ja, und? Was ist denn daran schlimm? Du bist doch derjenige, der ideologisch blockiert ist. Du bist doch der einen Schuss hat hier oben und nicht die anderen. Natürlich, wenn das Mädchen sich später entscheidet oder der Junge sich entscheidet, dass sie lieber homosexuell leben möchten, dass sie einen gleichgeschlechtlichen Partner oder gleichgeschlechtliche Partnerin haben möchten oder vielleicht auch, was weiß ich, Transgender irgendwie sich eher fühlen, sich im falschen Körper fühlen, dann wird das halt so sein. Aber man darf doch wohl von vornherein erstmal davon ausgehen, dass möglicherweise das Mädchen und der Junge heterosexuell werden, weil das ist die große Masse unserer Gesellschaft.
Alles andere sind Minderheiten. Das sind kleine Nebenerscheinungen sozusagen. Und die große Masse ist eben heterosexuell. Und das muss ja auch so sein, weil sonst können wir uns nicht fortpflanzen, denn dann stirbt unsere Gesellschaft aus. Und damit werde ich schon, da war Nova 4 Monate alt konfrontiert, weil den Kindern wird auch was weggenommen. So. Also sie kriegen halt nicht die ganze Palette. Ach. Ja. Und dann wundert, muss man sich nicht wundern, wenn es immer nur blau anzieht, wenn es immer nur blau angezogen bekommen hat. Deswegen trägt er auch jetzt bewusst rosa, um mit diesen Attributen schon mal zu brechen. Ne? Also ich würde nie was Blaues anziehen, weil da könnte man mich ja für einen Mann halten. Oder nur Blaues im Kleiderschrank hat, dann wird er nicht sagen, eigentlich müsste ich ein rosa Glitzerkleid anziehen, wenn es gar nicht in der Reichweite und der Wahrnehmung ist. Ja. Weil Eltern sortieren ja vor in der Hinsicht. Stichwort, klar. Naja, aber ist es denn wirklich so, dass Mädchen und Jungen jetzt irgendwie denn auch noch so konsequent blau und rosa angezogen werden heutzutage? Ist doch oft gar nicht mehr so. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch so, das ist früher, war das mal sehr stark in den 50er, 60er Jahren, war man natürlich sehr konservativ in solchen Dingen. Aber das ist doch lange vorbei, jedenfalls in großen Teilen. Klamotten. Nova möchte mit uns jetzt gern spazieren gehen und sucht sich die Kleidung dafür selbst aus. Das ist manchmal halt etwas wild gemischt. Ja und, das ist ja in Ordnung, wenn das Kind sich selber die Kleidung aussucht. Aber wahrscheinlich werden die auch wieder eingreifen. Die können mir nicht erzählen, dass sie denn das Kind das völlig frei entscheiden lassen. Weil wenn das Kind was Blaues hat sie wahrscheinlich gar nicht in der Schublade oder was rosafarbenes. Weil dann gleich gesagt wird, nee, das nimmst du nicht, weil das könnte ja zu deinem Geschlecht passen, ne? Ich weiß nicht, ob wir die alle übereinander kriegen. Ich glaube schon. Ja? Was hast du denn da für einen coolen Pullover? Ah, jetzt verstehe ich. Den würde ich auch sehen wollen. Das ist ja blau. Also kannst du auf jeden Fall nicht mehr frieren. Wow. Dieser Pullover mit dem Einhorn. Wenn man jetzt. Also Noah ist ja eigentlich ein Mädchen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Weil das Geschlecht des Kindes wurde bisher nicht genannt. Oder habe ich was überhört? Und man hat jetzt natürlich ganz bewusst dem Kind was Blaues angezogen. Um auch ja nicht, und der Papa trägt was rosafarbenes, damit das auch, also im Grunde ist das genau dasselbe Stereotyp, nur verkehrt herum. Jetzt so ganz stereotyp auf genderneutral oder so gucken würde man denken, ach, das ist in Ordnung, weil es ist ja schon was man jetzt vielleicht total mit irgendwie Mädchen assoziieren würde. Aber ihr sagt, hey, voll okay, solange wir bieten alles an. Warum? Ja, also vor allem Glitzer ist auch einfach verständlich. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch ganz viel für Jungs so, ne? Ja, voll. Also. Ja, was ist denn, wenn diese Kinder später psychisch krank sind und einen Dachschaden haben? So, wer ist dann verantwortlich? Diese Eltern. Weil das ist doch, das ist doch völlig unverantwortlich, was hier mit diesen Kindern gemacht wird. Dass diesen Kindern quasi ihre Unschuld schon genommen wird in so einem kleinen, in jungen Alter und diese Kinder von morgens bis abends, selbst beim Spielzeug, selbst bei ihrer Kleidung, voll verbrettert werden mit irgendwelchen Ideologien. So furchtbar. Genau, wir haben auch viele so Jungssachen, die halt, oder viele blaue Sachen, die mit Jungs assoziiert werden. Also ist klar gesagt worden, das ist ein Mädchen, okay. Lieblingsfarbe, Nova? Rosa und Pink. Rosa und Pink. Cool. Was mir den ganzen Morgen schon auffällt, Finja und Jule sind sehr liebevoll und aufmerksam mit ihren Kindern. Ja, die bewachen das Kind den ganzen Tag und belästigen das Kind mit ihren Ideologien. Das kann man auch als aufmerksam bezeichnen, ja. Ich will wissen, was passiert eigentlich, wenn Nova nicht mit den Eltern, sondern mit anderen Kindern unterwegs ist, zum Beispiel in der Kita? Frage ich jetzt alles Novas Erzieherin. Und wenn ihr uns hier abonniert, dann bekommt ihr immer wieder Stories rund ums Thema Geschlechtsidentität. Ja, einen Scheißdreck tue ich. Ich bin in Novas Zahlen müssen wir trotzdem dafür. Kita mit der Erzieherin Angela verabredet. Das ist keine speziell genderneutrale Kita. Die Mitarbeitenden waren aber sehr offen dafür. Ah, das ist die Erzieherin. Achso, ich dachte, das wäre jetzt irgendeine Mutter, von die ihre Kinder anders erzieht. Obwohl Nova das erste Kind ist, das hier so aufwächst. Spielt das überhaupt eine Rolle, Geschlecht in der Kita? Ist das überhaupt für die Kinder wichtig? Also eher über die Geschlechtsmerkmale, weil das natürlich mit zwischen 2 und 4 so eine Identitätsentwicklung auch ist. Und die Kinder definieren sich von ihren Familien her über: Ich habe einen Penis, bin Junge, so wird es eben von Geburt an festgelegt. Ja. Ich habe eine Scheide und bin Mädchen. Die Kinder definieren sich dadurch aber auch über eine Zugehörigkeit. Mhm. Dass wenn wir haben Mittagessenstische mit 4 oder 6 Kindern am Tisch
Und dann ist es schon manchmal so, dass die Kinder sagen, ah, wir haben einen Jungstisch. Was macht Nova dann in Ja, eben. Das ist auch ein völlig normal, dass die Jungs zusammen spielen und zusammen vielleicht dann haben sie irgendwann Bock, Fußball zu spielen oder irgendwas. Und die Mädchen spielen mit Puppen. Das ist ja mehr als nur eine reine Aufoktroyierung von oben. Das hat auch was mit dem Geschlecht zu tun, behaupte ich es einfach mal. Und dann, warum denn auch nicht? Es ist doch egal, wenn die Kinder finden sich halt, wie sie zusammen hocken wollen, wie sie in Gruppen eben zusammenspielen wollen. Und dann ist es eben so. So, Moment, wie läuft das ab? Die Kinder haben das sofort angenommen. Das waren keine Diskussionen, keine Berührungsängste, Neugier. Und es wurde eben immer wieder auch thematisiert in der Gruppe. Wie ist es denn dann? Aber es wurde niemals gefragt, hat Nova jetzt einen Penis oder eine Scheide? Das war nie Thema. Ja. Es war eher so... Weil Kinder über sowas auch gar nicht nachdenken in dem Alter. Meine Güte, die wollen einfach nur spielen. Das sind Kinder. Dass ich das Gefühl hatte, die Kinder, die suchen so eine Zugehörigkeit. Mhm. Das ist wie, die Kinder packen Frühstück aus und ich habe heute Äpfel und du hast auch Äpfel. Ach, du hast ja auch Äpfel und... Ja. Ich habe noch Weintrauben und, ach, keiner hat Weintrauben. Und die Kinder, die Äpfel haben, sind irgendwie, fühlen die sich sofort verbunden. Aber so wenig die anderen Kita-Kinder sich Gedanken darüber machen, welches Geschlecht Nova nun hat, für die Mitarbeitenden spielt das schon eine Rolle. Mir ist wichtig, dass die Kinder ihre Körperteile benennen können. Ja. Weil ich es immens wichtig finde, wenn Übergriffe stattfinden. Ja, klar. Oder wenn ich mich verletzt habe, irgendwo im Garten, bei irgendwas, wo ich geklettert bin. Und nur positiv sieht die Kita das Erziehungskonzept auch nicht, so sehr sie auch Rücksicht auf Nova nehmen möchten. Angela hat zum Beispiel beobachtet, dass Nova in der Kita manchmal mit Entscheidungen überfordert war. Das sind ja auch Pädagogen und die haben ja auch völlig recht und die haben ja auch Ahnung davon. Und dann sollten diese beiden ideologisch verblendeten Eltern von diesem Kind sich das auch mal anhören und dann auch vielleicht sich mal da einen Rat holen. Was muss dieses Kind alles so entscheiden? Ja. Was möchtest du anziehen? Wie möchtest du heißen? Ja. Wer möchtest du sein? Was möchtest du essen? Na, möchtest du in den Kindergarten oder nicht? Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Kinder auch Erwachsenenführung brauchen und Anleitung brauchen und Orientierung brauchen. Dass jemand Natürlich. Sagt, das ist gut für dich, ich habe das für dich entschieden. Ja, eben. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich es so neutral extrem gut finde. Weil es ganz wegzulassen ist so das andere Extrem meiner Meinung nach zwischen, also mir fehlen so ein bisschen die Zwischentöne doch tatsächlich. Irgendwie erspannt, dass diese Geschlechterfragen für die anderen Kinder in der Kita eigentlich gar keine Rolle spielen. Naja, da hat sie sich jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Wahrscheinlich wollte sie das jetzt nicht so hart sagen, aber im Grunde genommen sagt sie ja im Grunde klar, das ist falsch, ein Kind so zu erziehen. Ne? Und das ist, und sie ist eine Pädagogin, sie hat Ahnung davon. Spielen und Nova da einfach so angenommen wird, wie Nova eben ist. Gedanken mache ich mir aber darüber, dass Angela mir erzählt hat, dass es nicht so klar ist, welchen Einfluss das auf die Persönlichkeitsentwicklung von Nova hat, wenn ein kleines Kind so viele Entscheidungen selber treffen soll. Ja. Und genau über solche Kritik... Ja, nicht nur das, sondern dieses Kind wird ja auch völlig überfordert, weil es den ganzen Tag mit diesem Scheiß belatschert wird. Auch wenn es einfach nur spielen möchte. Das ist ja das. Und die ganzen Kinderbücher, die ganzen Geschichten, die Bilderbücher, auch das geht immer nur um woke. Geschlechtsidentität, es geht um Rassismus und es kann nicht einfach mal nur ein ganz simples, eine ganz simple Kindergeschichte sein, wo es vielleicht um Märchen geht oder was weiß ich, Puderbär oder irgendwas. Sondern es geht immer nur darum, irgendwie ideologisch irgendwelche Messages rüberzubringen den ganzen Tag. Das ist doch das, was ein Kind völlig verrückt macht. Die kritischen Punkte möchte ich jetzt nochmal mit Finja und Jule sprechen und dafür gehen wir spazieren. Das gibt oft die Kritik irgendwie, ja, aber an was hält sich denn Nova noch fest? Es gibt so viele Sachen, wir betonen dann, okay, welches Hobby? Was steht da oben? Marcel Jana ist nicht binär. Aha, ein anderes Video oder was? Machst du gerne, dann ist es das etwas, was Nova irgendwie ausmacht. Oder einfach irgendwelche Spielzeuge, Farben. Also es gibt so viele Sachen, wo Nova weiß, ja, das ist meins, damit habe ich zu tun. Und ja,
Also unabhängig davon, ob Nova jetzt cis oder trans sein wird, hilft halt auch anderen Transkindern. Mhm. Das ist ganz wichtig. Deswegen wünschen wir uns auch mehr. Also Transkinder. Nova wird höchstwahrscheinlich cis sein, weil das der ganz große Teil unserer Gesellschaft ist. Nämlich Millionen, Abermillionen Menschen in Deutschland, während trans ein paar tausend Menschen sind. Oder ein paar zehntausend vielleicht. Also du kannst davon ausgehen, dass Nova wahrscheinlich cis sein wird, es sei denn, ihr biegt das Kind ideologisch so dahin und quatscht das Kind jahrelang so voll, dass das Kind irgendwann glaubt, es sei trans. Soweit würden die beiden das wahrscheinlich treiben, aus Prinzip, aus Ideologie heraus schon. Kinder und Transkinder haben eine richtig schwere Kindheit und Jugend und erfahren sehr viel Gewalt. Und wenn quasi alle dann ein bisschen offener mit dem Thema umgehen würden. Das ist auch eine Form von Gewalt, was ihr dem Kind antut. Würde es allen Kindern helfen. Das geschlechtsoffen begleiten nehmen wir auch nur, weil mehr als Mensch war. Mhm. Also wir projizieren weniger ein Bild rein, ist mein Sohn, meine Tochter, mein nicht-binäres Kind, sondern wir sehen viel mehr den Menschen. Mhm. Und dann haben wir viel mehr die Chance, auch den Menschen zu sehen, weil wir nicht nur so ein vorgefertigtes Bild davon sehen. Nein, ihr seht euch und eure Ideologie. Das ist im Grunde genommen wie jetzt nur als Analogie jetzt mal gesagt, wie ein Nazi-Pärchen, das sein Kind rechtsextremistisch aufzieht. Das wäre genau dasselbe. Auf einer anderen Ebene. Dass Eltern wie Finja und Jule so viel Kritik abbekommen für ihr Konzept, liegt ja auch daran, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt. Was? Ja, in der Tat, ja. Es gibt Menschen, die das nicht gut finden. Stell dir mal vor. Was es mit Kindern macht, wenn sie so geschlechtsoffen aufwachsen wie Nova. Ja. Mich treibt die Frage eigentlich um, seitdem ich auf das Thema gestoßen bin. Und deswegen wollte ich wissen, was die Forschung in der Psychologie dazu sagt. Dafür habe ich mich vorab mit dem Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg verabredet. Er beschäftigt sich in seiner Forschung schon seit langer Zeit mit Geschlecht und Identität. Was macht das eigentlich mit Kindern, wenn sie genderneutral aufwachsen? Bei der Frage würde ich auch schon ein Stück weit weiter ausholen, weil wir auch uns genauso die Frage stellen können, was macht es eigentlich mit Kindern, wenn wir so sehr früh ihnen klare Geschlechtscharaktere immer schon aufoktroyieren, also dass sie tatsächlich sich so und so ganz klar verhalten sollen, wenn zum Beispiel Kinder von früh an immer gesagt kriegen, du bist jetzt ein Mädchen oder du bist ein Junge, das kann problematisch sein. Ja, es ist ja auch ein Mädchen oder ein Junge. Was soll denn das? Das Mädchen, das Kind merkt doch, was ist da, was für ein Geschlecht ist zwischen, was für ein Geschlechtsteil es hat. Daran merkt das Kind es doch, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Gut, also ich behaupte einfach mal, man hat sich jetzt bewusst den rausgesucht, weil der sozusagen genau das jetzt sagt, was man gerne hören möchte, ist meine Behauptung. Ich bin sicher, es gibt hunderte Sexualwissenschaftler, die genau jetzt sagen würden, das ist schlimm für das Kind, was dieses ideologisch verblendete Paar da macht. Aber hat sich natürlich den rausgesucht, der ins Konzept passt, ne? Wie das immer so ist bei den sogenannten Experten, die dann befragt werden. Als auch wenn man versucht, ganz auf Zwang festzulegen, nee, das muss jetzt alles ganz neutral sein. Das kann auch schwierig sein, weil man dann auch im Prinzip immer die Erwartungshaltung, die letztendlich Eltern haben, auf die Kinder überträgt. Was? Ja, das ist ja genau hier der Fall mit der Erwartungshaltung der Eltern. Was KritikerInnen dazu ja gern sagen, ist, dass man Kinder damit verwirrt. Die Verwirrung entsteht dadurch, dass wir in einer Gesellschaft so deutlich eigentlich immer sagen, es gebe nur Mädchen und Jungen. Ja, das ist ja super. Porträtieren ein ideologisch verblendetes Pärchen, dass sein Kind total absurd erzieht. Und wir suchen uns dafür einen ideologisch entsprechend genauso verblendeten Wissenschaftler heraus, um das nochmal zu bestätigen. Ja, super. Tolles Konzept, Funk. Da seid ihr ja wirklich neutral an die Geschichte rangegangen, muss man ja sagen. Super. Es gäbe nur Frauen und Männer und da sollten wir ein Stück weit wegkommen. Und im Allgemeinen sind davon nicht die Kinder verwirrt, sondern sind die Erwachsenen verwirrt. Wie sieht's denn aus mit konkreten Vorteilen? Wenn wir eine offene Umgebung gestalten, dass tatsächlich Kinder sagen, okay, du bist genauso richtig, wie du bist, dann kommen wir dem näher, dass Kinder sich besser aufgehoben fühlen. Ja, das ist ja auch richtig, der Satz, du bist genauso richtig, wie du bist. Das ist ja was ganz anderes. Also das ist doch völlig klar. Das ist ja eine ganz andere Ebene, von der wir jetzt hier sprechen. Aber ich sage, dass diese Eltern, dass die ja eben an bestimmten Stellen vielleicht dem Kind trotzdem sagen, du bist so nicht richtig, wie du bist, weil wir möchten dich nämlich so und so haben. Das ist ja nur vorgeschoben, dieses sogenannte Geschlechtsneutrale, dieses Offene. Weil am Ende sind diese Eltern ja auch
von Stereotypen behaftet. Davon ist man ja nicht frei. In solchen Kontext, dass sie mit ihrem Körper besser klarkommen können. Also das ist eigentlich der große Gewinn daran. Mir sehr weitergeholfen. Dankeschön. Ja, nun fragt man einen Wissenschaftler, der eine andere Meinung dazu vertritt. Wie wäre das denn? Was ist denn jetzt der richtige Weg? Das kann ich eigentlich nicht beantworten, denn die Forschung zum Thema ist ziemlich dünn. Und es gibt einfach noch nicht viele Erwachsene, die hier von ihren Eltern so erzogen wurden. Nova wächst in jedem Fall anders auf als die Freundinnen in der Kita und sicher auch anders als viele spätere MitschülerInnen. Soll ich dir die trocken machen oder geht das mit deiner Regenhose? Das geht so. Ja, sehr gut. Wie Nova auf die eigene Kindheit blicken wird, das kann man jetzt nicht wissen. Aber wie werden Finja und Jule dann... Dann frag doch Noah nochmal in 10, 15 Jahren und besucht sie nochmal, wie sie darauf guckt. Würde mich sehr interessieren. ...mit diesen Einflüssen umgehen. Was glaubt ihr eigentlich, wie Nova in Zukunft mal reflektiert? Vielleicht auch gemeinsam mit euch, wie Nova aufgewachsen ist. Ich habe auch gemerkt, dass ich super spät erst angefangen habe, Fragen zu stellen. Mhm. Und jetzt auch so mit eigenen Kindern das nochmal bei meiner Mama Sachen nachgefragt habe. Ja. Vielleicht auch super spät, aber ich denke schon, dass es schon noch jetzt in der Zeit ist, wo es sehr unterschiedlich ist zu anderen und dass nur weil das auch mitbekommen wird. Ja, kann man das in zusammenfassen? Etwas, wo du hoffst, das gebt ihr Nova mit, was andere Eltern vielleicht nicht mitgeben, weil sie das nicht so machen wie ihr? Mhm. Sich frei zu entfalten. Mein Gott. Wenn irgendwann, also Kinder sind doch auch grausam, das ist ja das Schlimme. Dieses Kind, wenn die Kinder noch ein bisschen älter werden und es geht dann irgendwann in die Schule, erste, zweite, dritte, vierte Klasse, irgendwann wird dieses Kind wahrscheinlich der Lächerlichkeit preisgegeben in der Klasse. Und dann wird es gemobbt in der Klasse. Das wird am Ende die Folge sein. Man tut doch diesem Kind im Grunde Schlimmes damit an. Kinder sind doch grausam zueinander. Weil das Kind ist ja nicht frei. Das Kind ist ja eben ist ja unfrei. Das ist ja in der Klasse das unfreieste Kind von allen eigentlich. Ne? Nur diese beiden glauben, dass sie dem Kind eine Freiheit geben. Das tun sie ja gerade nicht. Auf andere Menschen frei offen zuzugehen, ich glaube, das ist einfach ein großer Faktor, den's das Kind generell offen sein lässt für viele Sachen. Mhm. Ja. Ich finde das pervers. Tut mir leid. Für mich ist das pervers. Das ist wirklich, also ich finde das ganz schlimm und hier muss das Jugendamt dringend tätig werden. Ich hoffe, dass Leute das dem Jugendamt gemeldet haben, was wir hier gerade sehen. Vielen Dank. Ich fand es spannend, mir das mal aus der Nähe angucken zu können, wie ihr das handhabt. Tschüss. Ich bin entsetzt. Nova ist ja noch so klein, dass ich total gespannt bin, wie Nova auf das eigene Aufwachsen gucken wird, wenn Nova vielleicht so alt ist wie ich. Und ob Nova das dann als Bereicherung wahrnimmt, dass Nova... Ja. Jegliche Freiheiten in der eigenen Kindheit dann frag hatte, sie noch mal. Der Mensch zu sein und zu werden, der Nova wirklich ist. Aber was ist mit euch? Wie schaut ihr auf das Konzept? Findet ihr, das ist ein Schritt in die richtige Richtung oder total falsch? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Habt ihr Bock auf mehr Filme, die sich um das Thema Geschlechtsidentität drehen? Nein. Dann abonniert jetzt unseren Kanal und verpasst nichts mehr von unserer Arbeit. Ja, macht ihr nur noch solche Sachen oder was? Ich dachte, Reporter heißt Reporter, weil da auch Reportagen zu anderen Themen sind. Gibt es denn nur noch solche Themen bei Reporter oder wie? Das ist ja absurd, ja. Ja, Leute, also ich bin wirklich, wie gesagt, ich bin entsetzt darüber. Ich finde das ganz schlimm. Und wie gesagt, die Kommentare hier sind entsprechend. Also das ist, also wirklich Reporter. Und sowas wird vom Rundfunkbeitrag finanziert. Solche Idiotien unserer Gesellschaft. Na, was haben wir denn noch hier? Also, Dickpics verschicken. Mein Vater ist nicht mein Vater. Ich lebe 3 Tage im Metaverse. Okay, ständig auf LSD, zwanghaft Haare ausreißen. Naja gut, sind auch andere Sachen dabei. Ja. Gut, Leute. Ich habe keine eigenen Kinder, aber es ist ja auch bekannt, dass ich schwul bin. Insofern kann man mir jetzt noch nicht unterstellen, dass ich irgend so ein Typ bin, der jetzt nun wieder mal so ein weißer Hetero ist, der sich dazu gar nicht äußern darf. Ich finde das ganz schlimm. Ich glaube, dass man diesem Kind damit was ganz Schlimmes antut. Und ich bin entsetzt darüber, wie unkritisch dieser Beitrag war, wie unkritisch dieser Reporter auch mit dem Thema umgeht.
und wie man auch noch obendrein dann die Frechheit besitzt, denn ein Wissenschaftler offensichtlich sich herauszusuchen, der das Ganze auch noch bestätigt, obwohl es mit Sicherheit genug Psychologen und Sexualwissenschaftler gibt, die eine ganz andere Haltung dazu haben. Damit ist völlig klar, in welche Richtung das also hier gehen sollte. Gut, insofern belassen wir es mal dabei. Schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr das seht. Und wenn ihr meint, dass das richtig ist, ein Kind so zu erziehen, macht von mir aus den Daumen runter, ist mir wurscht. Ich finde das einfach nur pervers und ganz schlimm. Ich kann das nicht anders bezeichnen. Also, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.